Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir bzw. von uns. Ich bin nämlich zu Hause mit Emilia, heute ist Freitag und ja, ihr wisst ja, freitags, montags, da habe ich ja immer frei und dann verbringen wir die Zeit zusammen. Heute haben wir allerdings mal nichts geplant, die letzten Montag und Freitage waren wir immer voll verplant, ne? Willst du auch Hallo sagen? Sag mal Hi! Ich weiß auch gar nicht warum, ich habe sie noch nicht mal an den Tisch gezogen. Ich hatte, weil sie hatte so Hunger nach dem Schlafen, habe ich sie direkt reingesetzt. Kann man dich mal an den Tisch setzen, ne? Ich esse gerade noch nicht mit. Ich warte nämlich noch auf meine HelloFresh Box. Und ja, dann wollen wir dann kochen. Ja, ich hatte noch Pizza übrig. Jetzt hat Emilia ein Stück Thunfischpizza bekommen. Und ein paar Mandarinen isst sie jetzt gerade. Ja, heute, wie gesagt, ist nichts geplant. Die letzten Montag und Freitag waren wir immer voll geplant. Wir waren in irgendwelchen Eltern-Kind-Cafés, die wir hier in Basel ausprobiert haben. Und heute habe ich mich mal nicht verabredet, denn heute Abend habe ich Weihnachtsfeier. Ja, da freue ich mich schon. Da möchte ich mich auch ein bisschen schminken mal wieder und Make-up und die Augen mal ein bisschen betonen und so. Und mich schick anziehen. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Das tut dann auch gut und Robert bleibt dann mit dem Media. Ich muss so gegen 6:30 ungefähr los, meine ich. Oder um 6:30 da sein. Muss ich nochmal genau checken. Ja, dann haben wir noch ein paar Stündchen, wenn der Papa gleich von der Arbeit kommt. Und dann kann der Papa sich mit... Was machst du da? Ja, so kann man die Mandarine natürlich auch essen, mein Schatz. Sie, ich weiß nicht wieso, das macht sie voll oft. Sie legt was auf... Oder sie hat was auf ihrem Tisch. Und statt das mit den Fingern aufzuheben, geht sie mit dem ganzen Kopf runter. Und nimmt das mit dem Mund auf. Als hätte sie die Hände zusammengebunden am Rücken. Naja. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Weihnachtsfeier. Bin gespannt. Ah, dann dürfte ich auch gar nicht so viel essen, fällt mir gerade ein. Weil es gibt dort nämlich Essen. Ja, vielleicht esse ich auch nur eine Kleinigkeit. Ne, das ist ja nicht schlimm. Die Sachen halten sich ja zum Glück ziemlich lange. Und ja, wie gesagt, es ist nichts Großes geplant. Wir haben eigentlich einen ziemlich chilligen Tag bis jetzt gehabt. Heute Morgen haben wir schön zusammen verbracht und gespielt und gemacht und getan. Und dann hat Emilia bis jetzt eben geschlafen, da habe ich mit meiner Freundin noch telefoniert. Ja, und jetzt, ja, und in Ruhe geduscht und Haare gewaschen und geföhnt. Das hat alles gut geklappt. Ja, ich werde mir dann, denke ich, jetzt mal einen Kaffee trinken, ein Stück Kuchen, noch einen Rest von meinem Geburtstagskuchen. Ja, und würde sagen, meld mich dann nachher wieder bei euch. So, wenn man vom Teufel spricht, die Box ist da. Ich wollte es jetzt mal auspacken. Emilia spielt gerade mit ihrer Puppe. Mit auspacken. Und mal gucken, was es gibt. Ja? So. Dann mach mal die Kamera ein bisschen weiter runter. Dann kann man auch besser sehen, was drin ist. Oh, oh, es gibt eine Suppe. Das hatte ich ja noch nie. Cool. Das tut natürlich super gut bei der Zeit. Einmal cremige Petersilienwurzellauchsuppe. Einmal, bitteschön. Dann HelloFresh Elper Makronen. Ein Schweizer Pasta-Gericht. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Die sind jetzt beide Veggie, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ah ja, ich wollte gerade sagen, hoffentlich gibt es noch Fleisch. Oh ja, oh, Rindfleisch. Stir-Fry mit Rindfleisch. Das werden wir lieben, das weiß ich auch. Es sieht richtig lecker aus. Und hier ist schon alles super frisch verpackt. Warte, Schatz. Guck mal, was haben wir da alles drin? Oh, was hast du da? Einmal eine Lauchzwiebel oder Frühlingszwiebel. So sieht das übrigens aus. Hier haben wir einmal Petersilie, Rucola-Salat, Schnittlauch. Mögen wir alles bis jetzt gerne. Kerbel. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal oder generell, wann ich sowas gegessen hätte. Da bin ich immer richtig gespannt. Oh, Schatzi. Willst du das essen? Nicht abreißen. Dann haben wir hier einen Lauch. Oh, lecker. Buschbohnen. Nee, 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 lass das mal, Schatz. Was haben wir hier noch drin? Guck mal. Was ist noch in der Box? Was hast du da, Petersilie? Wir haben hier eine Paprika. Oh, wow. Und ein Apfel. Und eine dicke Kartoffel. Wow. Das hier könnte Sellerie sein oder Pastinake, irgendwie sowas.
Irgendwie Pastinake, glaube ich. Hatte ich zuletzt, als ich für Emilia Brei gekocht habe. Dann ist hier das Tütchen mit den ganzen Kleinigkeiten. Das zeige ich euch, glaube ich, nachher mal auf dem Tisch. Da sind immer so die kleinen Sachen abgepackt. Ich liebe sowas. Es ist immer wie Weihnachten. Cherry-Tomaten. Was haben wir hier noch? Oh, einen frischen, wie heißt es? Hier Zitronengras. Dann eine süße Pasta-Packung. Sieht aus wie original aus Italien. Eine Zwiebel. Dann ein Ciabatta oder was ist das? Steinofen-Baguette. Noch eine dicke Kartoffel. Schmeckt der Apfel? Ja, mach ruhig, ist nicht schlimm. Mama hat noch Äpfel. Ist eh Bio. Ist der gut? Prima. Und dann haben wir nochmal Basmati-Reis. Genau, für das Reisgericht. Und hier drin verpackt ist dann meistens das ganze frische, gekühlte. Und ja, genau. Da ist auch so ein Kühlakku drin. Das muss dann in den Kühlschrank. Und das hier ist übrigens, dieser Stoff da drin ist, wie ich gerade sehe, 80% aus recycelten PET-Flaschen. Man kann es also in den Recyclemüll machen. So, damit ist die Kiste auch wieder leer. Und ja, ich zeige euch jetzt mal, die Kartoffel kannst du aber nicht essen, mein Schatz. Ja, bäh. Nicht bäh. Das ist Paprika. Ja, hier wird alles probiert. Also süß ist es ja schon, ne? So, Mama räumt das auf. Hilfst du der Mama? Komm. Super, danke. Das muss Mama auch direkt mal abspülen. Ich denke, das wird auch eines der ersten Gerichte sein. Das mit dem Rindfleisch dann. So, mal die Paprika. Hat ja ordentlich ein Stück abgebissen. So, ich packe mal eben die anderen Sachen aus. So, während Emilia beschäftigt ist, zeige ich euch einmal, was in der kleinen Tüte immer war an Kleinigkeiten. Einmal Kürbiskerne, Sesamöl, Speisestärke, Sojasauce. Gut, hätte ich jetzt beides da gehabt, aber manche haben das ja wirklich nicht. Zwei Knoblauchzehen und genau, das war alles in dieser Kühltasche. Einmal das Rinderfleisch. Wir haben ja natürlich die Box aus der Schweiz direkt, deswegen ist das alles Schweizer Qualität. Speck. Muss ich nochmal gleich gucken, wofür das war. Vielleicht für die Suppe? Ich weiß es gerade gar nicht. Ist mir gar nicht aufgefallen. Dann Creme Fraiche, Halbrahm und so geriebener Käse für dieses Schweizer Gericht da. Goldinger Reibkäse mild. Genau, und das wandert dann auch in den Kühlschrank und in die Abstellkammer. Gott, was ein Stress. Mahlzeit. Oh. Wenn ich euch die... Mami. Ja. Mimi, bitteschön. Ja. Ja. Wenn ich euch das eingeblendet hätte, wie ich das Essen gekocht habe mit Ton, hättet ihr fast die ganze Zeit Emilia kreischen hören. Sie hat mich nicht in Ruhe kochen lassen. Egal, ob ich sie in den Hochstuhl gesetzt habe. Am liebsten nur auf den Arm. Aber das ging natürlich nicht, weil das war ja heiß und fettig und... Oh Gott, was ein Stress. Wirklich jetzt. Denn sie hatte, obwohl sie gegessen hatte vorher, eine halbe Mandarine und ein Stück Pizza. Hatte die noch mega Kohldampf. Anscheinend hat das auch für sie so gut gerochen. Noch während die wirklich gerade, noch während die Pfanne gerade fertig wurde, musste ich ihr schon die ersten Nudeln geben. Die hat sie runtergeschlungen. Sie hat ohne Witz bestimmt die Hälfte meiner Portion selber gegessen. Allerdings hat sie die Kartoffeln weggelassen. Sie hat wirklich nur die Nudeln gegessen und den Speck. Aber sie hat reingehauen, in was für einem Akkord. Nicht normal.
So, und ich möchte euch jetzt sagen, das sind mit Abstand die besten Nudeln, die ich bis jetzt bei HelloFresh gegessen habe oder sogar vielleicht selber gemacht habe. Mega lecker. Ich liebe das. Und ich muss auch sagen, ich muss mir nochmal die Speckpackung angucken. Das war der beste, angebratenste Speck, den ich jemals gegessen habe. Richtig gut. Richtig gut. Und ich habe noch mehr als die Hälfte der Pfanne da. Ich weiß, dass das ein Gericht ist, was Robert nicht mögen wird, denn er mag diesen stärkeren Käse nicht. Und er ist eher so ein roter Tomatensoßentyp. Ihr könnt mir mal gerne schreiben, ob ihr ein heller Tomatensoßentyp, ob ihr ein heller Nudelsoßentyp seid oder eher rot. Würde mich mal richtig interessieren. Ich mag beides, aber ein hell ist schon sehr nice, vor allen Dingen in Kombination mit Käse. Auch der Salat war sehr, sehr lecker und frisch, weil mit Käse ist natürlich immer ein bisschen schwer und das macht es so ein bisschen frischer. Ja, richtig, richtig gut. Und wie gesagt, ich verlinke euch alle Infos zu HelloFresh in der Infobox, sowie meinen Gutscheincode. Der ist nämlich immer noch gültig für 2x30%. So, und ich brauche jetzt erstmal ein Verdauungskäffchen. Hallo ihr Lieben. Ja, wie ihr seht, ein anderes Bild, eine andere Zeit. Die Szenen, die ihr gesehen habt, waren noch vor Weihnachten. Ihr habt sie auch an der Dekoration gesehen. Und ich habe irgendwie nicht mehr weitergebloggt an dem Tag. Und ihr habt die Dateien auf meinen Computer geladen und gesehen, dass, ich weiß gar nicht, es knapp 10, 12 Minuten sind. Und auch kein richtiges Ende gedreht habe. Deswegen habe ich mich jetzt hier hingesetzt. Ich habe mich jetzt nicht extra dafür fertig gemacht. Um euch das Ende zu drehen, habe ich euch auch schon auf Instagram angekündigt. Und ich dachte, ich verpacke das Ganze in einem kleinen Haul. Es ist viel passiert seitdem. Emilia war jetzt zig Tage krank. Und wie gesagt, aktueller bin ich da immer auf Instagram. Wenn ihr mir dann nicht folgt, könnt ihr das gerne machen. Da bin ich eigentlich fast täglich aktiv. Und ja, mit YouTube hat das echt jetzt eine Zeit lang gedauert. Und ich habe mir auch quasi Urlaub genommen von YouTube und auch angekündigt, dass ich jetzt ja erstmal ein paar Wochen mich nicht melde. Und jetzt bin ich zurück mit diesem Vlog. Den würde ich halt, ja, den wollte ich euch nicht vorenthalten. Und ja, ich habe ein paar Sachen noch gekauft, als wir in Remscheid waren zu Hause. Aus dem Action, aus dem Depot. Action ist ja sowieso mega günstig und Depot noch aus dem Sale. Ich habe auch ein paar Anziehsachen gekauft, aber das lasse ich jetzt mal weg, weil ich bin mir auch nicht so sicher, wie sehr Fashion hier in den Bereich gehört oder ob euch das überhaupt interessiert. Dann könnt ihr mir das natürlich generell mal in die Kommentare auch schreiben. Dann kann ich euch das im nächsten Vlog zeigen. Ich möchte auf jeden Fall jetzt die Tage wieder direkt vloggen. Also als nächstes folgt sehr wahrscheinlich nochmal ein Vlog. Und ja, also die Sachen kann ich euch abstellen irgendwo. Ich halte euch einfach so, egal. Die ich im Depot gekauft habe, waren ja tatsächlich noch Weihnachtssachen. Hier einmal dieses Geschenkband, weil das war alles auf 1 Euro reduziert. Das hat vorher 4 Euro gekostet, sind 3 Meter. Und das ist so ein breiteres Band mit so Tannenbäumchen drauf. Das fand ich halt mega schön. Und ja, dieses Jahr hat Robert tatsächlich die Geschenke eingepackt. Ich hatte irgendwie gar keinen Nerv darauf. Aber dieses Jahr würde ich das gerne wieder richtig schön machen und mir Mühe geben. Ich weiß gar nicht. Dieses Jahr hat es mich nicht gepackt. Und dann habe ich hier statt 2,99 Euro, wie gesagt, 1 Euro. Das seht ihr jetzt nicht so gut. Das ist so Lederbandbraunes, falls ihr das seht. So eine richtige Schnur. Und das finde ich halt mega schön, um so ganz schlichtes Geschenkpapier, so in Braun, ihr wisst, was ich meine, so Naturfarben. Und dann so ein paar Schlaufen von diesem braunen Leder, stelle ich mir richtig cool vor. Und genauso, das werdet ihr jetzt auch nicht erkennen, das ist so richtig dunkelgrünes Samt. Und das hat vorher auch 4 Euro gekostet, alles auf 1 Euro. Und ich dachte, bevor ich da nächstes Jahr mega viel Geld für ausgebe, habe ich jetzt 3 Stück zum Preis von einem der günstigeren bekommen. Ja, ihr könnt auch zum Teil gucken, in ganz vielen Depots gibt es noch so Sales. Auch hier in Basel habe ich gesehen, die haben noch mega viele Weihnachtssachen. Achso, und noch 2 Sachen waren extrem reduziert. Habe ich jetzt auch noch nicht ausgepackt. Und zwar einmal dieser Tischläufer. Der ist so naturfarben mit so grau-bläulichen Stickereien, sage ich mal. Ist ein winterliches Muster, ist jetzt nicht unbedingt weihnachtlich. Hat vorher 10 Euro gekostet, waren 30%, beziehungsweise es waren 50% drauf letztendlich. Genau, der sieht so aus. Das sind jetzt 40 mal 1,50 Meter. Und der war 70% oder so reduziert. Oder, nee, beide waren 70% reduziert. Ich habe für beide zusammen, glaube ich, 8 Euro oder so bezahlt. Das ist so einer hier, der hat echt ursprünglich 7 Euro gekostet. Dann war er auf 4,99 reduziert. Und wie gesagt, ich habe nur ein paar Euro dafür bezahlt. Der ist so dunkelgrün. Ja, der ist so ganz dunkelgrün und fand ich irgendwie ganz cool. Ich habe ganz gerne Tischläufer bei uns auf dem Tisch. So, und der Rest ist nur Action. Und da muss ich auch unbedingt bald wieder hin,
Und hoffe, dass es diese Teller auch hier bei uns im Action in Frankreich gibt. Weil mir war das alles zu viel, was wir alles mitgenommen haben. Die ganzen Geschenke von Remscheid zurück nach Basel, das war einfach viel zu viel. Und ich wollte nicht das Risiko eingehen, die Teller mitzunehmen, dass sie noch kaputt gehen. Deswegen bin ich erstmal bei 3 Schüsselchen geblieben. Und die finde ich so schön. Die finde ich so schön. Die habe ich in 3 Farben mitgenommen. Die Teller möchte ich auch gerne. Seht ihr, das sind so 3 verschiedene Farben. Und die Schüsseln, oh, ich finde die so schön. Diese Teller sind alle in diesem Stil. Und wie gesagt, ich hoffe, die gibt es auch hier bei uns im Action. Ich dachte halt mal, wenn man, was weiß ich, Rosenkohl hat, eine kleine Portion oder Kartoffeln, dass man das darin servieren kann. Sieht einfach schöner aus. Und ja, oder man kann auch Cornflakes daraus essen, wenn man will. Es ist halt nicht so eine tiefe, tiefe Schüssel, sondern so ein bisschen flacher. Und ich finde, das macht sich dann richtig schön auf den Tellern. Der ist hier so leicht bläulich. Ja, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Die sehen halt so richtig wie so handgetöpfert aus. Ich stehe da drauf. Wir haben ja auch so ein paar Tassen in dem Stil. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, diese Teller zu holen. Die haben 3 € ungefähr pro Teller gekostet. Also vollkommen okay. Ja, mal sehen, ob ich die noch finde. Und dann habe ich natürlich nochmal ein paar Bastelsachen mitgenommen. Einmal angefixt von der lieben Steffi, die ich mega gerne gucke. Die postet so viele Action-Hauls. Habe ich diese Wassermalfarben mitgenommen. Also Watercolor Paint Set. Das sind Aquarellfarben. So, jetzt habe ich es. Ja, die Verpackung habe ich drum gelassen, damit ihr das besser erkennt. Und zwar ist das wie so ein, ja, so ein Set. Und ich liebe Wasserfarben, Aquarellfarben. Das haben wir damals im Kunstunterricht voll oft benutzt und das sah so schön aus. Und ich habe seitdem nie wieder Aquarell gemalt und habe da mal richtig Lust drauf. Ich möchte das gerne wieder ausprobieren. Und passend dazu habe ich mir diesen Watercolor Paper Block mitgenommen. Ja, das ist so festeres Papier. Das braucht man auf jeden Fall für Aquarellfarben. Das ist auch so strukturiert. Und ich bin schon richtig gespannt, wie das darauf zerlaufen wird. Also, das ist jetzt so ein Beispiel von Aquarellfarben, falls ihr das nicht kennt. Und ja, mal sehen, wann ich mich dazu inspirieren kann. Boah, ich kriege einen richtig langen Arm. Und dann eins meiner Lieblingssachen, die ich im Action, da gucke ich immer nach, weil ich da richtig begeistert von bin und auch schon echt damit gebastelt habe, sind diese Lux-Paper-Blocks. Davon gibt es immer wieder verschiedene. Diesmal habe ich dieses mitgenommen. Ich habe euch auch schon mal welche gezeigt in einem Haul. Ich drehe euch am besten um, dann kann ich euch das am besten zeigen. So, dieses sieht so aus. Das ist jetzt hier mit diesen Bären auf dem Fahrrad. Und das sind halt so Sachen, die man rausstanzen kann für zum Kartenbasteln. Ihr habt dann so verschiedene Sprüche, die ihr ausschneiden könnt. Ja, ich fand das irgendwie richtig schön. Oder wenn ihr. Hier, das sind übrigens Sticker jetzt. Und dann habt ihr die verschiedenen Pappblöcke dazu. Das fand ich auch richtig schön. Und da kann man richtig tolle Sachen mit basteln. Ich bastel eh gerne. Und guck mal hier, mega süß. Und die Wölkchen habe ich auch direkt an Emilias Zimmer gedacht. Hier ist wie so Gold. Und ja, kann man aber auch Postkarten machen. Und hier wieder was zum Rausstanzen. Ja, richtig, richtig tolle Sachen. Und das kostet vielleicht gerade mal 2, 3 €, dieser ganze Block. Da kann man ja gar nichts sagen. Ja, und die liebe ich, weil die wirklich zur Kreativität einladen. So, ich merke auch schon, jetzt habe ich ganz viel mit euch gequatscht. Das tat auf jeden Fall gut, das macht mega Spaß. Und ich werde vielleicht direkt morgen oder übermorgen weiter bloggen. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, schaut in der Infobox auch wegen HelloFresh noch vorbei. Bis zum 31.01. geht mein Gutschein noch. Ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Ciao!